Ja, die haben dann wobei, auch einiges erlebt, ne? Ja, aber wobei Pferdekacke auch wieder nahrhaft ist. Echt? Weil es ist reiner Dünger. Ja, klar. Lecker. Ja, ist bestimmt gut gegrillt und lecker gewürzt. Schmeckt es mir eigentlich sogar recht gut. Also ich würde es so nur nicht fressen, aber egal. Ja? Du, der frisst alles, ne? Krass. Der frisst auch Erdbeeren und Himbeeren und all sowas, was Hunde normalerweise nicht anrühren. Krass. Ja. Aber immer noch, also selbst nach 8 oder 9 Jahren, immer noch so diese Überlebensformel, friss alles, was du kriegen kannst. Ja, ne? Ja, man weiß ja auch nicht, was Eichel, diese Hunde erlebt haben, ne? Weiß ja nicht. Die haben bestimmt ganz viel Schlimmes erlebt und so. Ja. Und da ist es dann wahrscheinlich kein Wunder. Oh, ich habe einen Geheimgang. Natürlich nicht. Oh wow, und ein Schlüssel! Du hast einen Schlüssel. Wofür nur? Das frage ich mich. Ah, hier. Hierfür. Wofür? Aber das Level ist doch fertig. Keine Ahnung. Da passiert was. Ich habe Level freigemacht. Okay, da war ich jetzt definitiv noch nie. Aua. Okay. Das sieht auch neu aus, ja. Oh nein, nicht wieder mein Freund, der Blödi. Oh. Mein Freund, der Baum ist tot. Also soll ich mal meine Gitarre rausholen und ein paar Lieder singen? Oh ja. Ich schöne uns hier den Hintergrund. Ich glaube, das würde etwas schräg klingen, weil ich höre ja nicht, was da spielt. Das könnten wir kombinieren. Wasch. Ja, aber wenn du mir die Tonart sagst, dann kann ich das Tonart ein bisschen koordinieren. Ich hatte 6 Jahre Gitarrenunterricht und habe es nie geschafft, Noten zu lernen. Oh. Das spricht nicht für mich, das ich ist, weiß. Das ist schade, ja. Dobo! Aber davor hast du Talente. Du kannst Jump and Run, ich kann sowas nicht. Nein, ich kann das ja auch nicht. Wie du doch, sehen du kannst. Kannst. Gut. Du hast 9 Leben, du bist erst einmal gestorben. Nee, ich bin wir schon öfters seit gestorben. Einer Stunde und quatschen und ein Topf! Plaudern und Smalltalk, also ich weiß gar nicht, was du willst. Und ich trinke ein Bier. Ja, ich trinke jetzt erstmal ein Stück Wasser. Oh, so. Wo sind wir jetzt? Jetzt haben wir 2 Honigtöpfe, das bedeutet, wir können hier hin. Cool. Aha. Was passiert? Wir gehen in das Innere eines Baumes. Oh mein Gott. Was ist das? Oh Gott. Also jetzt ist sowas von... Können wir die Blätter irgendwas machen? Nee, gell? Nö. Weiß ich nicht. Ich hab null Plan. Da geht ein Wind. Was ein ist jetzt Wind. Los? Kann ich der Wind. Das himmlische Kind. Och, ich hasse solche Level mit Wind. Hab ich jetzt eigentlich erzählt, dass ich einen Bonsai habe? Nein. Habe ich nicht erzählt, ich habe einen Bonsai. Also mir auch nicht. Nee. Schön. Schon eine ganze Weile, aber der wäre mir mal fast abgenibbelt, weil ich bin ja nicht so ein Pflanzentyp. Ne? Also die haben es bei mir stellenweise recht schwer. Aua. Ja, bei mir auch. Also ich kenne alles außer Katzengras, ja. Also ähnlich ist bei mir ja auch. Ich bin ja nicht so der mit dem grünen Daumen. Ich auch nicht. Ich habe mal, als wir in Frankreich wohnten, habe ich mal versucht, Kräuter zu ziehen. Und wir hatten vor unserer Küche so einen kleinen Erker und da war auch so Gerüsten wie für Balkonpflanzen, weißt du, so wo bei Normalnachbarn die Geranien unterhängen. Und da hatte ich halt so Kästchen aufgestellt und mit Samen bestückt, weißt du, alle möglichen Kräuter. Und habe immer gegossen und gemacht und getan und wunderte mich, warum da nichts wuchs. Warum bis ich dann da eines Tages meine kleine süße 7 Kilo schwere Katze Tilly entdeckte, die sich das als Solarium auserkoren hatte. Wie geil. Also längst
diesen Balkonkästen, das waren drei Stück, ne? Immer einer nach dem anderen war dran. Alle 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde hat die gewechselt. Jo, und dann wuchs da halt nichts mehr. Das ist ja mal raffiniert. Das war richtig klasse, ja. Oh, das glaube ich. Erde war schon warm, ja. Also dann habe ich meine Kräuter dann mal kaufen müssen. Wobei ich es gerne gehabt hätte, da Kräuter zu ziehen, aber das war dann nicht mehr möglich. Oh, das glaube ich, ne? Das, ja. Das ist ja heiß. Jump, Willy, jump. Yeah. Oh Mann. Ja. Oh. Oh, ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Ich mach nur irgendwas. Wo bin ich denn? Ja, Blumen sammeln. Ich glaube, du musst sowieso nur Blumen und Honig sammeln, oder? Das Ding soll ja noch eine Geschichte haben. Ich weiß nur nicht, welche. Ich habe keine Ahnung. Also wenn das eine Geschichte hat, dann haben wir sie jetzt im Laufe dieses Spiels sicherlich erzählt. Wir haben alles erzählt. Wer ist das denn? Keine Ahnung, aber die sind das? Sehr böse, sind die. Ja, vor allen Dingen haben die so pieksige Pika. Komm da nicht das ist bestimmt. So, ja, ja, eine Wabe ist ganz du gut. Du schaffst es. Hier gibt's auch bestimmt wieder einen Schlüssel zu finden. Aha. Also Augen auf. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Au. So. Oh, jetzt habe ich keine Honigdings mehr. Jetzt muss ich erstmal Honig haben. Oh, wow. Autsch, ich wusste, dass der mich erwischt. Aua. Ich glaube, da stirbst du einmal in diesem Level. Glaubst du? Ja. Ich gebe mir Mühe, das nicht. Du hast nur noch so einen warmen Ring. Und der ist jetzt auch noch weg. Und es Ja, ich hab's mir fast gedacht. Man sollte immer ausreichend Farben mit sich führen. Auf jeden Fall. Ich kenne dieses Level auch nicht. Ich geh jetzt mal rechts. Ah, Bungee Jumping. Yeah. Pilzenjumping. Pilzenjumping. Ja. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Nee, das glaube ich dir sofort. Ich kann's jetzt nicht mehr spielen. Ja. Oh Mist, ich flieg runter. Oh, das war knapp. Geh da weg. Ich geh doch wieder rechts. Ich fliege über ihn rüber. Gerade links. Oh oh. Oh, jetzt war ich oben. Warum gehe ich wieder runter? Ah, das Spiel macht Laune. Leute, wie ihr hier zuschaut, schafft euch dieses Spiel an und, bespielt es im besoffenen Zustand, wollte ich gerade sagen. Genau, das macht am meisten Spaß, ja. Vor allem, weil es ein Kinderspiel ist und ich lose hier voll ab, das ist so peinlich. Ja, aber so schlimm ist es doch jetzt noch nicht. Ja, noch nicht. Die Betonung liegt auf noch. Aber ich kriege ja bald wieder ein Leben, Mann. Ja, hoffentlich. Es gibt Schlimmeres. Jetzt hast du eins gekriegt. Juhu, 9 Leben. Gerade eben. Bang. Ja. Bang. Cool. Sag mal, kannst du das eigentlich auch speichern und dann da anfangen, wo du aufgehört hast? Oder? Das speichert automatisch. Okay. Glaube ich. Ja, glaube ich, schätze ich. Ich würde sagen, nach diesem Level machen wir Schluss. Weil das ist schon immer eine Stunde, ja. Genau, weil meine Kombinationsgabe ist nicht mehr so gut. Oh, ich sollte öfters besoffen spielen irgendwie. Das macht's irgendwie her. Oh, scheiße. Aua. Oh, ich sehe mich selber nicht mehr. Ah, ich gehe jetzt da rechts rüber. Ist mir zu Bohne ist mir das. Bang. Bungee. Ja. Ja, Jumping. Ach nee, jetzt habe ich wieder keine Blume mehr. So ein Käse. Oh Gott. Oh nein, bumm. Ich gehe kaputt. Ich sterbe. Er ist ja auch die einzige Blume hier. Und der kommt jetzt auch noch her, der Satansanbeter. Ich geh jetzt da hoch. So, Willi, streng dich an. Wir wollen das Level noch abschließen. Ohne die Probe. Bevor wir morgen oder so weitermachen. Munteres Willi-Willin.
Willi will's wissen. Ohne Maya. Denn Maya hat Urlaub. Genau, die ist in die Karibik geflogen. Genau. Maya will's nicht wissen, aber Willi will. Ganz unbedingt. Hätte man das eigentlich mit Maya einfacher geschafft, weil Maya ist ja schlauer als Willi. Die kann genau dasselbe wie er. Okay. Au nein! Ach, bin ich scheiße. Oh nee! Oh nein! Ich muss darüber. Ja, ich weiß. Ich muss es können. Ich muss es höchste Konzentration. Oh, okay, ich hab schon mal ein Blümchen. Aber ich habe jetzt keine. Ja, gut. Ich bin da oben. Da. Auf der Indiana Jones Brücke. Ich bin oben. Wow. Cool. Ja. Jetzt das ist noch eine Wabe. Vielleicht kriege ich noch ein Leben. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Bei 200 gibt es ja schon Leben. Ach, blöde Spinne. Oh, eine Spinne. Oh nein. So, ja, das ist gut. Und wir haben das Level geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Ich habe genug zu schneiden. Ja. Ja, da hast du viel zu schneiden, ja. Jo, okay. Dann verabschieden wir uns Bett. Von euch und sagen ciao und seid wieder dabei, wenn es heißt, Willi will's wissen. Mit der kleinen süßen Biene Maya. Nein, eine freche, schlaue Biene Apfelsina. Prost, Leute, an alle und schlaft schön. Ja, cheerio. Ciao.